Praktikanten sind beliebte Mitarbeiter. Sie sind billig, wissbegierig und arbeitswütig. In so mancher Branche liefe ohne sie gar nichts. Und sogar die EU rekrutiert ihren Nachwuchs aus ihrem 600-köpfigen Praktikantenpool. Die Plätze sind in ganz Europa als verlässliches Karrieresprungbrett heiß begehrt. Absolut traf einige Auserwählte. Erster Arbeitstag für Magda in der Schaltzentrale der Europäischen Union, dem Sitz der EU-Kommission in Brüssel. Bei einem Sektempfang lernen sich die 609 Praktikanten kennen. Danach werden sie auf die Generaldirektionen wie die für Landwirtschaft oder für Außenbeziehungen aufgeteilt. Für 5 Monate werden sie dort alle Arbeitsabläufe mitbekommen. Magda ist Politikwissenschaftlerin. Ihr Traum war es, in die Direktion EU-Erweiterung zu kommen, und sie hat es geschafft. Es ist einfach Wahnsinn, weil wenn man einfach die Konkurrenz dann einfach in Betracht zieht, also man weiß, wie viele tausend Leute sich dahin bewerben und dann wirklich auch noch in die erste Wahl reinzukommen. Etwa 8000 junge Leute aus ganz Europa konkurrieren 2x im Jahr um die Praktikumsplätze. Brüssel ist eine begehrte Station für jeden Lebenslauf. Mehrere Fremdsprachen und jede Menge Auslandserfahrungen werden selbstverständlich vorausgesetzt. Die Kommission ist Hochsicherheitsbereich. Schon vor der Vergabe der Praktikumsplätze wird jeder Bewerber vom hauseigenen Sicherheitsdienst gecheckt. Bei Antritt gibt es einen Dienstausweis, die Zugangsberechtigung zum Innersten von Europas Politik. Allein aus Deutschland kamen für dieses Halbjahr mehr als 600 Bewerbungen. Alle gehen durch die Hände von Doris Lücking. Sie verwaltet die Diplome, Zeugnisse und Lebensläufe. Eine 40-köpfige Jury trifft dann die Entscheidung. Auf ein persönliches Vorstellungsgespräch wird verzichtet, zu zeitaufwendig. Nur das Antragsformular, abzurufen im Internet, muss ausgefüllt werden. Die Qualitäten eines Praktikanten sind einmal das Diplom, dann die Sprachen spielen eine Rolle und dann natürlich die Berufserfahrung. Das wird natürlich sehr gern gesehen und die meisten Praktikanten verfügen natürlich über Berufserfahrung, denn sie haben schon in den Semesterferien oder haben nebenbei gearbeitet und das spielt natürlich auch eine große Rolle. Wer erst einmal Praktikant ist, bekommt immerhin 800 Euro monatlich. Magda muss davon ihren Lebensunterhalt in Brüssel bestreiten. Aber die 26-Jährige ist es gewohnt, sich für ihre Karriere anzustrengen. Nach ihrem Studium in Heidelberg reiste die gebürtige Polin um die Welt, war bei der UNO in New York, machte ein Praktikum in Johannesburg. Sie spricht 4 Sprachen fließend, kann recherchieren und Gutachten schreiben. Ich habe ja auch schon viele andere Praktika gemacht, wirklich auch ohne Bezahlung. Es ist einfach die Motivation, das Engagement, das man mitbringen muss. Und ich denke einfach auch diese Idee, dass man für etwas dahinter steht. Und ich denke, das zahlt sich einfach nur aus. Also das eigene Engagement, die Initiative, dass man bereit ist, so eine Arbeitsstelle vielleicht für 5 Monate oder sowas anzutreten. Und ich bin einfach sehr, sehr froh über diese Chance, die einem damit geboten wird. Auch Ute Neumann war Praktikantin bei der EU-Kommission. Jetzt arbeitet sie für eine europäische Gewerkschaft, ist Assistentin der Geschäftsführung und führt selbst Praktikanten in ihren neuen Job ein. Ihr jetziger Chef hat sie direkt von ihrem Praktikum abgeworben. Das war Glück, wie sie heute weiß. Für mich war es eigentlich der direkte Berufseinstieg aus meinem Praktikum heraus. Von daher kann ich sagen, hat es bei mir geklappt sozusagen, was bei vielen anderen in Brüssel, was ich so mitbekomme, zuweilen etwas schwierig ist, so den direkten Übergang in den Berufssektor hier in Brüssel zu haben, weil die Konkurrenz einfach sehr hoch ist von super motivierten, super gebildeten 25-Jährigen, die 5-sprachig sind und in 3 Ländern studiert haben oder so. Der Vorteil an Brüssel? Die Stadt ist voll von potenziellen Arbeitgebern. Auch wenn die Karriere bei der EU selbst nicht gelingt, gibt es unzählige Verbände, Stiftungen und Interessenvertretungen. Wer das Praktikum erfolgreich absolviert, hat alle Chancen, einen gut bezahlten Job zu finden. Ich möchte einfach auch später mal
einfach für diese Integration Europas arbeiten und einfach diese Integration voranbringen. Ja. Also, die ganz einzelnen Länder einigen und zusammenbringen. Und das ist für mich, was einfach eben am wichtigsten ist. Und dazu will Magda, genau wie die meisten ihrer Mitpraktikanten, mit einer möglichst steilen Karriere beitragen. Wer weiß, vielleicht lernen sich unsere zukünftigen Staatschefs in diesem Moment als Praktikanten in Brüssel kennen. Okay, don't move.